Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier und jetzt das nächste Mod-Test-Video zu dem gerade veröffentlichten Stellwerk Bad Oldesloe vom lieben ReRiot zu finden auf transportfever.net. Link dorthin, wie gewohnt, unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die Mod ist gerade mal 14 MB groß, von daher absolut handelbar. Sehr cool. Ich sag schon mal vielen lieben Dank an den lieben Modder ReRiot für diese Mod. Die werden wir uns jetzt hier gleich anschauen. Und wenn ihr euch die Mod zieht, lasst gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommi da, wenn nicht gar mehr, wie es immer so ist, gelle. Und das ist sein Debüt, die erste Mod, soweit ich es verstanden habe. Aktuell starten die Modder wohl anscheinend immer mit Stellwerken und ich habe schon einen halbwegs soliden guten Platz gefunden, wo wir das Ding hier auf unserer alten Map der dritten Staffel positionieren können, anschauen können und dann auch auf der Map belassen können. Und von daher viel Spaß mit dem kleinen Video. Wenn noch nicht geschehen, lasst doch für mich gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich natürlich auf eure Likes und Kommentare. Gut, wir sind hier im fiktiven Kassel auf unserer alten, geliebten Map, die sich ja nun maßgeblich dem Ende neigt. Und die Mod, wo sie genau zu finden ist, weiß ich gar nicht. Ich habe sie hier im Suchfeld gegoogelt. Deswegen sehen wir sie hier. Und als erstes zeige Stellwerksname. Ich habe es im letzten Video zu dem anderen Stellwerk schon gesagt. Ich finde es natürlich extrem nice, wenn man das aus- und einblenden kann. Das muss ich nur sagen. Wo sehe ich denn hier? An, aus, an, aus. Ich sehe hier gar nicht, wann es an und wann aus ist. Stelle ich mich zu dämlich an? Nee. Oder warte mal. Jetzt kommt nämlich der nächste Trick. Tür im Untergeschoss zeigen. So, wenn ich hier rumklicke, geht auch nichts an, nichts aus. Auch übrigens nicht von hinten. Aber Untergeschoss deshalb, weil im Untergeschoss hinten die Tür ist. So, habe ich lange getürftelt, bis ich das gefunden habe. Zeige Stellwerksnamen, Stellwerksnamen. Dann checken wir das nochmal aus. Aber nee, das ist wirklich nicht da. Guckst du? Nix da. Na gut, macht nichts und Gelände anpassen. Check passt auch. Wie immer gilt, ich freue mich natürlich, wenn das Ding skalierbar wäre. Ist mal so. Ja, nochmal das i-Tüpfelchen bei solchen Mods, dass man da die Möglichkeit hat nachzujustieren. Gut, wir stellen das Ding einfach hier irgendwo ran, vor Kassel, an diesem Gleisabzweig, denn hier kommt tatsächlich Tür im Untergeschoss das Ding ein Stück weit zur Geltung. Jetzt haben wir hier natürlich einen Oberleitungsmast. Wir stellen es einfach so hin. So, so. So stellen wir das hin. Mitten in den Zaun rein. Ah, doch, den sieht man sogar noch hier. Okay, dann müssen wir ihn hier wegnehmen. So, und dann verschön bauen wir das Ganze mal ganz kurz und knapp. Hier hinten machen wir nämlich eine Treppe ran, damit es wirklich schee ausschaut. So, und da wollte ich es verschön bauen und ich habe nicht mal die Treppenmod aktiviert, um da hinten eine Treppe ranzusetzen. So ein Mist aber auch. Ja, dann bleibt es recht kahl gerade in dem Moment. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ja. Trotzdem schönes Ding, gut anzusehen, oder? Finde ich richtig nice, schöner Look. Und zieht euch das Ding, baut es euch rauf, das passt schon. Oh, ab durch den Zug, verdammt. Also mir gefällt's. Schön gemacht. So, und im letzten Video habe ich es vergessen. Dann holen wir es jetzt nochmal nach. Die Performance-Probe, beziehungsweise einfach der Qualitätscheck. Wie kann man es am besten sagen? Ich setze das mal hier hinten ins Nirgendwo. Zack. Und wenn wir jetzt schauen, Steuerung oder Alt-Groß, Dora gedrückt. Und jetzt sehen wir, dass hier das Bauwerk aus mehreren Einzelteilen besteht, sozusagen, die hier dargestellt werden. Und hier sind wir bei 4062, also 4062, wenn wir rausgehen. Ändert sich der Wert anscheinend nicht, obwohl wir schon recht weit weg sind. Noch ein Stück raus. Jetzt ist der immer noch hier. Okay, und der verschwindet auch nicht. Heißt, hinsichtlich der Lotstufen, die sind hier nicht berücksichtigt. Sollte, könnte, dürfte nochmal angepasst werden. Wobei ich sage, bei 14 MB Asset-Größe hält sich das noch im Grenzen mit Blick auf das, was man so alles kennt. Aber natürlich, Performance-Schonung ist immer alles. Und jede schonende Mod-Entwicklung-Konstruktion hilft natürlich auch diesbezüglich. So, also wir drehen einfach noch eine letzte Runde und damit verabschiede ich mich auch schon. Nochmals danke an den Modder, nochmals danke an euch fürs Reinschalten und lasst den lieben Riot gerne einen Daumen nach oben und einen Kommi da, wenn ihr euch die Mod zieht. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne unseren kleinen Kanal. Ebenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Seid's gesund, bleibt's gesund, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, baba, servus, der Checo.